Zwei mutmaßliche Räuber müssen sich derzeit vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Sie sollen zwei Pfarrer brutal überfallen haben. Eines der Opfer, ein Pfarrer aus Tuntenhausen, kann sich noch sehr gut an die Tatnacht erinnern. Ganz schlicht und einfach furchtbar. Und ich beiß bis heute dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wünsche das niemandem. Nicht einmal meinen schlimmsten Feind, nicht einmal den zwei da drin. Am Dienstag musste er vor seinen mutmaßlichen Peinigern aussagen. Keine einfache Situation für den Geistlichen. Sagen wir mal so, ich habe vermieden, sie anzuschauen. Also ich meine, wenn ich natürlich in Richtung Verteidigung geschaut habe, ich habe immer versucht, so ein bisschen an denen vorbeizuschauen. Ich hätte die nicht anschauen können, also direkt von Angesicht zu Angesicht. Ich hätte es nicht anschauen können. Durch den Prozess verspricht sich der Pfarrer auch ein Stück weit Gerechtigkeit für sich selbst. Ich denke mal, wenn wir eine innere Größe nicht haben, wer soll es dann haben? Und es geht dann eigentlich weniger darum, dass die jetzt nicht eingesperrt werden, weil auch ein Ali Akça ist dann lebenslänglich ins Gefängnis gekommen. Sondern es geht darum, dass ich einfach auch ein bisschen eine seelische Ruhe finde. Weil wenn ich immer mit diesem, sag ich mal, mit diesem Groll, ob jetzt das die zwei waren oder nicht, das spielt jetzt mal noch eine andere Rolle, das brauche ich für mich. Dass ich die innere Ruhe kriege. Ansonsten laufe ich das ganze Leben in Zukunft mit Groll und blöden Gefühl im Bauch umeinander. Und das will ich nicht. Denn diesen Triumph gönne ich auch niemandem.